von Bushido oder die Story von Arafat? Welche sich hier bewahrheitet? Dann hätte ich mich fragen müssen, woran es gelegen. Keine Ahnung was, er hatte auch Angst, er wusste nicht, wie er mich stoppen sollte. Welchen Film lebt der eigentlich hier? Da meint man dann, weil so, ist doch alles in Ordnung. Wenn das ja der Wahrheit entspricht, was er da sagt, können wir doch die Beamten auswendig... Wie heißt der Richter? Ich folge den Richter. Wenn er Instagram hat, ich folge den. Wie heißt der Richter? Ich sag, Cousin, du machst einen guten Job. Ich würde den folgen und würde den sagen... Auf Instagram, Cousin, du machst einen guten Job. Dann würde ich ein Foto von mir selbst machen, wie ich immer mache, so. Und dann schreibe, und einfach den Richter markieren. Einfach so random. Machen. Und dann werden wir sehen, ob Herr Abu Chaka das gesagt oder getan hat. Oder der Herr Fischichi macht. Der Anwalt! Du hast einen guten Anwalt, Cousin. Wenn mir irgendetwas wieder zustoßen sollte, obwohl ich und Arafat hatten, zeitgleich den gleichen Anwalt. Wegen einer anderen Sache. Ich glaube, das ist der. Weil der ist ein raffinierter Anwalt. Der war ein guter Anwalt. Maßlos übertreibt. Der Herr Birke fragte dann Frau Leister, würden Sie bitte dann die Aktenzeichen und gucken, welche Polizei da war? Meint sie, ja. Ich glaube, ein, zwei Termine, ja. Es waren nummerierte Beamte. Das LKA, die haben Nummern, nicht mit Namen. Dann wurden sie eingeladen. Siehe da, alles, was Bushido erzählt hat, ist gelogen. Erster Polizist sagte, Bushido hat Arafat angerufen, er wollte unbedingt, dass er dabei ist. Arafat kam, hat sich benommen und wir sind hoch, fragte der Vorsitzende. Hat er sie denn geschubst oder geschlagen oder war er laut? Also nein, gar nichts von mir. Wir haben ihm gesagt, wir sollen hochgehen. Er ist hochgekommen. Dann saßen wir oben, haben gequatscht. Es gab kein Schubsen, kein Schlagen, keine Beleidigung. Der Polizist hätte uns angegriffen. Ganz einfach. Hätten wir ihn in den Handschellen gelegt, auf den Boden und hätten eine Strafanzeige gemacht. Dann wäre ich mitgenommen worden. Der zweite Polizist, identisch dasselbe. Der dritte Polizist, identisch dasselbe. Ups, wo war denn die Frau Leister wegen der Falschaussage? Ich meine, jetzt mal unabhängig von Bushido. Wirklich, jetzt mal unabhängig von Bushido. Ja? Ich meine, denkt man nicht nach, wenn man so eine Geschichte dahinlegt, denkt man nicht nach, dass der Richter oder der Anwalt von der Partei des Kontrahenten denkt man nicht darüber nach, dass einer von denen auf die Idee kommt, diese Leute einzuladen? Jetzt mal ehrlich, Alter. Jetzt mal ehrlich, Walla. Ich meine, am Ende stehst du da alleine. Lügen haben kurze Beine. Dann zack, zieht man dir die Beine weg und du stehst da alleine. Anzeige gegen Herrn Fischichi und seine Frau. Und übrigens, seine Frau hat das alles mitbekommen. Obwohl sie gar nicht im Flur war und Treppen hoch. Sie war im Zimmer beschäftigt. Ja. Um die ganzen Klamotten oder keine Ahnung, was sie da eingepackt hat, was sie mitnehmen musste, weil die Polizei sie dann abgefahren hat. Da saßen wir, waren wir oben in seinem Zimmer. Dann guckt er so aus dem Fenster, guckt ihr mal nach. Was sagt er mir? So was denn? Die Polizei, mein Feind, trägt meine Kinder. Meine Frau ruft sie hierher. Und die tragen jetzt meine Kinder. Und fahren sie irgendwo hin. Er sagt, die bleiben deine Kinder. Alles gut. Und da war der Punkt, wo ich ihm gesagt habe, weißt du was? Lass uns das Wochenende absagen. Da sagte er, auf keinen Fall. So, warum? Ich hab schon ein Date mit einer Alten in Zürich. Bushido, wenn das auch nicht stimmt, du kannst gerne gegen mich vorgehen, weil da waren zwei Leute im Hotel, die dich gesehen haben mit der Alten. Und du denen das auch erzählt hast. Da sag ich mir, krass, Alter. Der hat so einen Ärger mit seiner Alte. Da meinte ich, wenn ihn das gut tut, ist doch sein Problem. Ich meine, bist du dir sicher, Alter? 100%. Aber könntest du mit mir noch schnell zu Konen gehen? Wohin fahren wir zu Konen? Er erzählt es Konen. Wir reden. Alles schon und gut. Jetzt sagt er mir, was soll ich machen? Man muss so wissen. Ja, ich will auf keinen Fall mit der noch was zu tun haben. Ich will mich scheiden lassen. Man musst du wissen. Das ist schon krass, ne? Das ist krass. Ich meine, Polizei zu Hause, Frau geht, Kinder weg. Wochenende absagen auf keinen Fall, Alter. Da wird erstmal Chakalaka Bang, Alter. Da wird erstmal geflankt, Bro. Kein Fall, sage ich das ab, Alter. Niemals. Kinder weg, Frau weg. Der Feind ist zu Hause. Trägt die Kinder. Aber absagen das Wochenende? Auf keinen Fall. Warum auch? Ich meine, da wartet eine Alte. Und dann im Hotel?
Sodom und Gomorra, Cousin. Und da war sie nicht alleine. Weil es gab zwei, die dich gesehen haben, Cousin. Chakalaka Wawa. Wawa Wiwa. König im Schloss, König im Schloss. Flutschi, Flutschi. Würde der Arrogante sagen jetzt. Flutschi, Flutschi. Warum absagen? Auf keinen Fall. Hä? Da bekommt das Wort Tiki-Taka direkt ein andere Bild. Das ist deine Familie, nicht meine Familie. Ist er zu Frau Betzenberger? Der hat ja einen Ehevertrag gehabt. Und dann sagte ihn Frau Betzenberger, wenn ihr euch scheiden lässt, müsste sie genau in so einer Wohnung leben, obwohl ihr einen Ehevertrag habt. In so ein Haus, wie sie auch gelebt hat. Und du müsstest ihr jeden Monat 8.000 Euro geben. Wallahi, sagt er mir, niemals würde ich das machen. Ich versuche alles wieder zu helfen. Ich zahle ihr keine 8.000. Dann mache ich ganz ehrlich, wenn es nicht mehr geht und du musst, es sind deine Kinder, dann mach es doch einfach. Scheiß drauf. Quäl dich doch nicht wegen Geld. Niemals. Okay. Was sagte er? Ich hätte ihm gesagt, auf keinen Fall hol sie zurück. Wäre ich du, würde das so passieren, ich hätte sie nicht zurückgeholt. Sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich habe das nie gesagt. Dann hast du mir gesagt... Nein. Wallah, einer, der mich versteht. Wallah al-Azim, einer, der mich versteht. Weißt du was, Arafat? Ich fahre dahin, ich will mit der reden, die hat mich angeschrieben. Damals hast du mir SMS weitergeleitet. Subhanallah, ich habe sie noch. Was du mir da geschrieben hast, was Anna-Maria fordert. Guck mal, wie unverschämt, wie sie mir schreibt, hast du mir geschickt. Ich habe mit Anna-Maria, glaube ich, bis der Vater verstorben ist, nicht ein Wort mit ihr gewechselt. Ich fand es voll daneben, was sie abgezogen hat. Ich fand es A daneben. Sie wusste, dass wir nicht da sind. Sie hätte alles machen können, aber nein, sie hat es absichtlich gemacht. B, sie war wirklich sowas Linkes, sonst hat sie immer sich gemeldet, was war, was die... Hey, kann mich jemand aufklären? Kann mich bitte jemand aufklären? Ich bin in Bezug auf Eheverträge, was das angeht, bin ich nicht so stark in der Materie. Kann mich jemand aufklären, was genau so ein Ehevertrag beinhaltet? Was wird da so reingeschrieben? Was ist ein Ehevertrag? Was ist ein Ehevertrag? Wann wird er gültig? Wann ist er nichtig? Und was für Klauseln beinhaltet ein Ehevertrag? Werden die Vertragsbedingungen von der jeweiligen Person, die Ehe eingeht, selber angesprochen? Okay, im Falle eines Todes oder Fremdgehen. Warte mal ganz kurz. Unter einem Ehevertrag versteht man einen privatrechtlichen Vertrag zwischen zwei Eheleuten, in dem sie für die Ehe, vor allem aber für den Fall einer eventuellen Scheidung, individuelle Regeln festlegen, die von der gesetzlichen Regelung abweichen. Ehepaare können im Ehevertrag regeln, ob alle Vermögenswerte oder nur Teile davon zur Gemeinschaft gehören. So kann beispielsweise ein Grundstück von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Bei einer Scheidung nimmt jeder Ehegatte das zurück, was unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung sein Eigengut. Aha. Okay. Ja gut. Okay. Ist aber sie, weil sie jetzt erwischt wurde, mit irgendeinem Typen zu chatten, ja, hat sie deswegen vielleicht nicht angerufen, aber verstehe ich. Aber mich hat nur angekotzt. Sie weiß ganz genau, was für eine Problematik wir mit der Polizei haben, er oder ich. Und sie macht das. Und das hat sie. Ey, Abo E-Klasse, du musst deinen Namen wechseln, Bruder. Abo E-Klasse, du musst sofort deinen Namen wechseln. Hier gibt es nur eine Klasse und das ist die S-Klasse. Und der ist unser Twitch-Guru. Und aus Respekt zu Abo S muss E-Klasse auf jeden Fall. Der Name muss geändert werden. Safe. Das kann ich so nicht stehen lassen. Entschuldigung, Arafat, ich habe dich unterbrochen. Ich habe es nicht gemacht.
Und im Nachhinein, wo sie dann zurückkam, wo sie großkotzig erzählt hat, ja, was die Polizei gesagt hat und dies und ich soll das machen, soll das machen, soll das machen. Ich habe es mir angehört, ja, mit Lächeln, ja, aber hast du nicht gemacht? Nein, da habe ich mir nur so gesagt, so, wow, trotzdem hast du die Anzeige damals gestellt und hast einen riesen Terror gemacht. Und wo, wie gesagt, sie kam zurück, hat erfahren, dass sie schwanger ist. Alles gut, kein Problem. Ich wollte mit ihr nichts zu tun haben. Ich betrat auch sein Haus nicht mehr. Dann, wo der Vater von Bushido, wie gesagt, gestorben ist, wo ich es dann erfahren habe, bin da hingegangen. Und da haben wir sozusagen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen alles runtergeschaukelt und haben Frieden geschlossen. Ich glaube, ich bin damals dann. Das sind jetzt 45 Minuten gewesen. Ich werde jetzt abschließen für heute. Und wenn ihr Fragen habt bezüglich dieses Thema, werde ich ein paar Fragen vorlesen und beantworten. Aber wirklich sinnvolle Fragen und nicht irgendwie, wann kommt dies, wann kommt das. Und übrigens, nächsten Sonntag, wenn alles gut klappt, ja, wird ein Gast neben mir sitzen und wir werden über gewisse Vergangenheiten reden. Was meint ihr, wer dieser Gast sein könnte? Der mysteriöse Gast. Wer könnte dieser Gast sein? Was meint ihr? Könnte ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Debo ist. Debo ist auch ein langjähriger Weggefährte der beiden. Könnte ich mir vorstellen. Flair könnte auch sein. Flair hat auf jeden Fall auch viel mitzureden. Ruse eher weniger, kann ich mir nicht vorstellen. Ali Boumaier könnte auch sein. Also ich tippe auf Debo. Stimmt es, dass Sarah Connor sich öfter eingemischt hat? Sarah Connor wollte damals mit ihrer Schwester nichts zu tun haben wegen Bushido. Aber die Geschichte kann ich kurz erzählen. Eines Tages sagte zu mir Bushido, hat sich aufgeregt bei jeder Veranstaltung, dass Sarah Connor nie sich meldet oder nie kommt. Floppy und ich, der Mann von Sarah Connor, ich kenne ihn schon ziemlich lange Jahre. Und waren immer am Neulendorfplatz da, haben die Nacht immer gepokert. Und die hat sehr, sehr gerne gepokert. Dann fragte ich Floppy so sinngemäß, so, sag mal, was ist denn los? Ich war ein bisschen im Zwiespalt, weil Bushido ist ein Kumpel, ein Bruder. Und Floppy war ein Freund, Kumpel, jetzt nicht so ein enger Freund, aber man kennt sich schon. Ich kenne ihn schon, bevor er mit Sarah Connor verheiratet oder zusammen war. Kannte ich schon vorher. Meinte ich, sag mal, warum kommt die nie irgendwo hin und das sieht immer so aus, keine Ahnung. Ist das gegen Bushido? Weil Bushido sagt immer, es ist gegen ihn. Ist es immer gegen Bushido? Habt ihr so einen Hass gegen ihn oder warum lässt ihr euch nie blicken? Sagt der Moton, Albert, wir haben keinen Bock, alle zwei Wochen ihren neuen Mann kennenzulernen. Ich habe nichts mehr dazu gesagt. Okay, alles klar, müsst ihr wissen. Das war seine Aussage. Dass Sarah Connor sich irgendwo eingemischt hat? Nie. Noch nie. Sie hat sich nur eingemischt, hat lautstark den Aussagen einer Marion Bushido, dass sie unbedingt das Geld haben wollte, weil sie war ja... Wie ist denn aktuell Stand der Dinge? Wurde das gesagt? Der aktuelle Stand, was die Beziehung angeht zwischen Sarah Connor und Anna-Maria, weiß es jemand? Sind die cool miteinander? Nur eine Frage. So, interessenshalber. Die sind angeblich gut miteinander. Okay. Aber versichert, die Anna-Maria war versichert bei Sarah Connor. Bushido war privat versichert. Er konnte also keine Familienversicherung machen. So musste Anna-Maria selber sich versichern und die Kinder bei der Mutter versichern, Familienversicherung. Und da eine Privatversicherung für alle zu teuer wäre, hat Sarah Connor sie Mindestlohn, also ich glaube, was gesetzlich angemeldet werden muss, dass sie versichert ist. Und so hat sie die Kinder automatisch als Familienversicherung mit reingenommen. Und Sarah Connor wollte alle Umkosten, die im Monat anfallen, jeden Monat von ihrer Schwester zurückhaben, obwohl sie es absetzen konnte und hat es sogar abgesetzt. Habe ich nur gehört, die Punkt, 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 setzt es ab und nimmt trotzdem von meiner Frau sozusagen das Geld. Hat mich Bushido gefragt, würdest du sie anmelden? Ich meinte, nein, ich habe sie nicht angemeldet, weil wie sieht das aus, wenn ich sie anmelde, die Frau von Bushido, also habe ich sie nicht angemeldet. Und Bushido wäre ein bisschen komisch,
Weil es gibt da, hätte er sie angemeldet, die hätten es einfach nicht geglaubt, dann hätten sie, wie nennt man sowas, kennt ihr, ich habe den Namen jetzt vergessen, wenn du sie anmeldest, angeblich Geld gibst, du nimmst das Geld wieder hinten rum und du kannst alles versteuern, du kannst sozusagen, konntest es absetzen, das hat Bushido bei seiner Mutter gemacht. Ja, der hat sie angemeldet, Rahmatullah Aleyha, und da hat er auch alles abgesetzt, obwohl sie natürlich nicht als Sekretärin für ihn gearbeitet hat, nur wegen Steuerhinterziehung, weil du mir das alles in die Schuhe schiebst. Das kurz zu Sarah Connor. Sie hat sich nie... Ah, das ist eine Info, ich glaube, das ist... Ich will dir nicht sagen, ne? Ich will dir jetzt hier keinen Fitner machen. Wir sind ein fitnerfreies Portal, ihr wisst. Ich will keinen Fitner machen, aber ich glaube, das ist gerade jemand anscheißen beim Finanzamt. Das ist. Hast du einen Migrationshintergrund? Hä, nein. Die Wand ist beige. Hallo? Hallo? Ich bin kein Rassist, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade anscheißen in meinem Finanzamt. Ich bin kein Türke, hallo? Wäre ich Türke, wäre ich schwarz, hallo? Nie eingemischt. Und ganz kurz zu Bushido und Anna Maria, weil sie sagten immer so schön, wo seine Mutter verstarb, angeblich habe ich jeden gerufen, keine Frau durfte dahin. Also wo die Mutter von Bushido verstarb, rahmatullah alayha. Bushido, stimmt, deine Frau ist nicht hingegangen, weil sie keine Lust hat, hinzugehen. Sie hatte keine Lust und sagt nicht den Leuten, ja, ich hab dir gesagt, du hast mich gefragt, wie es traditionell ist, habe ich dir gesagt, immer zu. Im Islam ist es so, deine Mutter ist als Muslime gestorben, dass Männer sie hintragen, begraben. Wenn die Männer weggehen, kommen die Frauen. Das habe ich dir gesagt. Das ist islamisch. Da stehe ich dazu. Aber es kann viel andere Leute. Und nicht, ich habe irgendwelche Leute eingeladen. Ob Kadir und die anderen Leute, die kamen aus Anstand und Respekt. Die haben dir die letzte Ehre erwiesen. Aber du kennst sowas nicht. Und hast so getan, ob ich sie gerufen habe. Ich habe niemanden gerufen. Jeder kommt selbstständig. Und Bushido, eine Sache hast du vergessen? Sarah Connor, die Schwester von Anna Maria. Sie kam zur Beerdigung. Also wenn Frauen nicht da sein durften, wie du sagst, weil ich es verboten habe, weil du ein Lügner bist, warum kam denn Sarah Connor zur Beerdigung? Das erklär mir mal. Und andere Frauen, viele Frauen, aber deine Frau war nicht da. Ja? Also es hat euch wieder gepasst zu sagen, ich hab's verboten. Deine Frau ist nicht meine Frau, dass ich irgendwas verbiete. Erstens. Zweitens, sie hätte hingehen können. Aber sie wollte nicht. Nur zu deiner Information. Thema zu, Klappe zu. Der letzte Wunsch von Bushidos Mutter war, dass Bushido Anna Maria verlässt. Das. Das ist schon eine schwerwiegende Aussage. Oder wie Jihad sagen würde, eine schwiegende Aussage. Ganz gleich, wie man das sagt, es ist eine harte Aussage. Ich lass einfach so schön. Christina! Mit Voice Crack. Dankeschön dafür, Cousine. Vielen Dank dafür. Ich bin ein bisschen überfordert. War der letzte Wunsch von Bushidos Mutter. Das hat sie nicht nur mir gesagt, sondern ein Freund von uns und sein Bruder. Was sagst du, dass Sinan abgemahnt wurde? Ich glaube, der wird einen kürzeren ziehen. Mit der Maus draufklicken. Jetzt weiß ich es auch. Bei Allah, das war der Wunsch seiner Mutter. Das Thema Luise, ich könnte so viel noch reden. Hat nicht mal jemand gesagt, dass man seine Frau umlegen soll? Ja, das hat Shindy gesagt. Aber das hab ich gesagt, auf keinen Fall. Wieso war die 69K für Tante so ein Problem, wenn ihr ja so Fettkohle geschäffelt habt? Ja, du musst dir vorstellen, hätte sie ihr Sohn gesagt, aber das habe ich verstanden, gib mir Geld. Irgendwann hat ihr Sohn gefragt, okay, was machst du mit das Geld? Und das wollte sie ja nicht, dass jemand dahinter kommt. Ich war doch Shido wirklich World of Warcraft. Der erlebt das Ding. Wann die Scheinehe war. Ich habe hier im Chat eine sehr starke Frage. Buffalo912 fragt, glaubst du, Arafat hat Bushido sein Buch zukommen lassen? Nein, ich glaube es nicht. Was ich eher glaube ist, dass Bushido sich das Buch eigenständig gekauft hat. Guck mal, ich weiß,
Ich weiß aus einer sehr, 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 sehr sicheren Quelle, dass Bushido da sitzt, einmal oder zweimal die Woche und alles strengstens nachschaut. Er weiß alles. Er weiß, wer was wo über ihn sagt. Er weiß, wer wo was über ihn geschrieben hat. Er weiß alles. Und glaube mir, Bushido hat das Buch schon gelesen. Sogar zweimal. 100%. Gar nichts davon. Ab dem Tag, wo er sozusagen, wo er wusste, was mit seiner Mutter passiert, habe ich erfahren vom Weg von seiner Mutter zu mir nach Hause, weil er wollte es mir ja da vor Ort nicht sagen. Da habe ich es ja erfahren, dass er überhaupt eine Scheinehe gemacht hat und deswegen sozusagen die Leute sie erpresst, bedroht, umbringen wollten. Keine Ahnung. Wieso hast du das alles jahrelang mitgemacht? So traurig. Was habe ich denn mitgemacht? Wenn ihr das traurig findet, bleibt mal kurz. Wenn ihr das traurig findet, ich sag dir, was ich mitgemacht habe. Nach der Aktion mit den Rumänen habe ich Bushido zur Seite genommen und habe gesagt, er soll sich verschämen. Sagt er, warum? Du lebst in einem knapp 800 Quadratmeter Haus, zweistöckig, ja, und Keller, weil du sagst, ich mache hier was mit. Wer mir diese Frage gestellt hat, du sollst dich verschämen. Und das ist traurig von dir, dass du mir so eine Frage stellst. Dann habe ich gesagt, deine Mutter lebt keine Ahnung was. So angreifbar. Erstens, würde sie bei dir wohnen, würde sowas nicht passieren. Zweitens, drittens, du lebst in einer 800 Quadratmeter Villa, ja? Da schämst du dich nicht. Ich sag, was soll ich machen? Was du machen sollst? Hol deine Mutter und lass sie einziehen. Ab dem Tag haben wir ihre Sachen geholt. Ab dem Tag. Nicht am selben Tag, sie hat da geschlafen. Die Tage dann. Ab dem Tag hat sie da geschlafen, hat ihre Wohnung gekündigt und ist dahin gegangen. Und da kannst du auch gerne deinen Bruder Serjan. Von alleine wärst du nicht auf die Idee gekommen. Also in vielen Sachen ist es natürlich traurig, aber ihr müsst euch vorstellen, wie soll ich euch sagen, dass ihr es versteht. Stellt euch mal vor, ich wäre nicht da. Seine Mutter wäre doch immer noch da gewesen. Seine Mutter wäre in vielen Sachen oder in vielen Sachen wäre er doch verloren. Wäre ich nicht da, würden wir jetzt hier nicht sitzen und würde er nicht, wie er sagt, ist die Legende, Legacy oder keine Ahnung was. Also komm mir nicht mit traurig oder irgendwas. Bitte Allah um höchste Stufe, natürlich auch für meine Eltern. Rahmatullah alayhim, für seine Mutter, für seinen Vater, Rahmatullah alayhim. Höchste Allahumma Stufe des Paradies. Der kann schon ein Leid tun. Ich glaube, er bleibt nur wegen den Kindern mit dir zusammen. Ich will euch was sagen. Wenn was nicht geht, geht was nicht. Ich würde mich nicht als Sklave machen. Für meine Kinder würde ich nicht machen. Sie bleiben immer meine Kinder. Ich werde für meine Kinder da sein. Ich war auch schon mal verheiratet, habe mich scheiden lassen. Es geht nicht. Punkt. Ich habe auch Kinder. Ich war für meine Kinder da. Das spielt keine Rolle. Bushido hat dir jahrelang was vorgemacht. Hast du nicht davon gemerkt, dass es sich entwickelt wird? Doch, die letzte Zeit habe ich es gemerkt und deswegen habe ich auch die Reißleine gezogen und gesagt hat, er soll seinen Weg gehen und meinen Weg. Und aber so weit sind wir ja noch nicht. Ich wünsche dir und deine Familie, wünsche ich euch auch, wenn sie ihn verlassen Apö, hätte, sie Apö. können viel mehr. Arafat, Ich bin ein Apö, Problem. Apö. Sie hat ja eine. Halt uns am laufenden Bande, Apö, Apö. Und Chapeau, Herr Abu Shakir, dass du dir endlich mal die Zeit genommen hast, für uns, die Leute, die nicht wirklich mitbekommen haben, was in den letzten Jahren so im Hintergrund passiert ist. Chapeau, Abu Shakir. Und vielen Dank dafür, dass du uns Einblicke gewährst in das echte Leben. In das echt? Ja. Da kann man so stehen lassen. Das muss ich unbedingt noch erzählen. Sie hat ja im Gericht ja gesagt, man hat sie gefragt, was sie arbeitet. Sie ist jetzt Managerin von Bushido. Dann fragte mein Anwalt, und was machst du so als Managerin von Bushido? Da sagt sie, ja, so für Künstler Bahnticket buchen. Ich schwöre. Ist ja gut. Ich find's witzig. Hin und wieder mal ein Bahnticket kaufen? Hallo?
Ich bitte euch, ein Lukas Teuschner, ein Arafat Abu Chaka, ein Manager von Raiz, ein, ne? Hallo? Die sind alle professionelle Manager geworden, haben alle mies Geld verdient durch das Management, indem man hin und wieder eine Bahnkarte kauft. Hallo? Als Manager brauchst du nicht viel machen. Du buchst Hotels und kaufst Bahntickets. Oder hin und wieder mal ein Flugticket. Da brauchst du nicht viel machen. Ganz klar. Hallo? Ich konnte es mir nicht verkneifen und habe mich totgelacht. Da sagst du, hallo, die haben wenigstens ihre eigene Meinung, aber du bist ein... Das ist kein Telefonat, das ist ein... Warte, in dem Telefonat sagst du, hallo, ja. Das habe ich nicht zu Bushido gesagt. Das hat Spiegel TV so geschnitten, wie sie wollten. Das habe ich zu Samra gesagt. Aber Samra ist noch nicht dran. Ja? Das zu den, die Heuchler von Spiegel TV, die Heuchler, die mir immer noch schreiben und sagen, willst du nicht deine Story bei uns erzählen? Lieber Arafat, hast du nicht Lust? Nochmal, ich rede nicht mit Heuchler, okay? Boah. Nur zu eurer Information. Hast du mitbekommen, dass Anna Grünes geraucht hat? Oh. Dazu sage ich nicht viel. Was? Ich hab das nicht mitbekommen, Alter. Mann. Du hast Samra gesagt. Aber Samra ist noch nicht dran. Ja? Das zu den, die Heuchler von Spiegel TV, die Heuchler, die mir immer noch schreiben und sagen, willst du nicht deine Story bei uns erzählen? Lieber Arafat, hast du nicht Lust? Nochmal, ich rede nicht mit Heuchler, okay? Nur zu eurer Information. Hast du mitbekommen, dass Anna Grünes geraucht hat? Oh. Ach, das war die Frage. Hast du mitbekommen, dass Anna Grünes geraucht hat? Ja, das ist aber auch, also... Ne, ich würde die Frage nicht beantworten, Alter. Dazu sage ich nicht viel. Gibt es einen Chatverlauf. Und da könnt ihr ja sehen, wer alles geraucht hat. Und wer die Drogen besorgt hat, lieber Bushido, du hast immer nur das beste Zeug besorgt. Hat er nicht gesagt. Eieieiei. Aber da will ich nicht großartig drüber reden. Ich habe einen Chat, den lasse ich irgendwann mal hier laufen. Es ist nicht verboten und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung machen. Ich weiß nicht, ob es so eine Video... Es interessiert mich auch gar nicht. Würde ich sogar die Videos haben? Ich schwöre dir, ich würde sie niemals veröffentlichen. Ja, ein Video gab's, aber nicht von seiner Frau. Von ihm. Aber das Thema ist noch nicht. Okay. Mann, ich kann nicht. Ich versuche mich die ganze Zeit zusammenzureißen, aber... Ich kann nicht. Ich schwöre, ich mach das nicht absichtlich. Das sind Eingebungen. Das kommt einfach. Ich schwöre. Ich glaube, Wochenende war. Wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Ihr habt verlängertes Wochenende. Verbringt sie mit euren Familien. Oder macht, was immer ihr wollt. Es werden viele kommen. Noch sehr, sehr viele werden kommen. Viele haben sehr, sehr... Viele haben auch angefragt. Ich werde auch nicht alle einladen, um ehrlich zu sein. Ich hab so... Brigante raided. Vielen, vielen Dank dafür, Cousin. Ich küsse doch dein Herz. Danke für dein Raid. An die Community von dem Brigante. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Stream. Vielen Dank dafür, Bruder. Feier ich. Beim letzten Mal habe ich geguckt, ich wollte auch raiden, Bruder. Du warst aber nicht online. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für dein Raid. Und entspannt euch, lehnt euch nach hinten. Wir haben gerade ein bisschen auf Arafat reacted. Diese ganze Bushido-Problematik, Thematik. Wir sind gerade auch gegen Ende. Und jetzt würde ich mich einfach mal gerne von euch inspirieren lassen oder von euch animieren lassen, auf was wir als nächstes reacten können eventuell. Das Arafat-Thema, Bushido-Arafat-Thema bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ich glaube, der Arafat hat aber immer noch nicht ausgepackt. Ich glaube, es ist ein Hauch
von dem, was er weiß und von dem, was er sagen will. Und wie gesagt, am Sonntag kommt wohl ein Gast, ein Special Gast, und ich bin echt, echt gespannt, wer neben Arafat sitzt und da mit gegen Bushido schießt. Und der Arafat hat aber auch angekündigt, es wird nicht nur gegen Bushido geschossen. Es wird hier gegen andere Künstler auch geschossen, nur im bildlichen Sinne. Twitch, mach keine Filme auf mich, gleich E-Mail-Verkehr und so, mach keine Faxen, du weißt. Unter anderem auch Freunde von Bushido. Ich bin echt gespannt, was da noch zu reden gibt, noch zu sagen gibt. So viel Input, Alter. Immer wenn ich dann drüber rede, deswegen fällt es mir schwer. Ich muss erstmal ein bisschen auch reinkommen, mich ein bisschen sammeln. Immer wenn ich drüber rede, kennt ihr das? Dann fällt mir das noch ein, das noch ein, das noch ein, das noch ein. Dann kommen so Erinnerungen, so irgendwelche Gehirnzellen werden dann wieder aktiviert. Zum Schluss will ich nur noch sagen, möge Allah Azza wa Jal der Erhabene mit den Palästinensern sein. Mit Allah jedes unterdrückte Volk. Ich bin Palästinenser. Ich stehe zu meinem Volk. Möge Allah Azza wa Jal die Zionisten und die, die Unrecht tun, nach seinem Willen bestrafen. Ich bitte euch, macht sehr, sehr viel Bittgespräche. Bittgespräche heißt Bittgebete, Entschuldigung, nicht Bittgespräche, Bittgebete. Das können auch Nicht-Muslime, weil wie man sieht auf der Welt, bewegen sich sehr, sehr viele Nicht-Muslime, weil sie Menschen sind, menschlich, okay? Und boykottiert Leute, die wirklich sowas nicht berichten, obwohl sie eine riesen Reichweite haben. Eine riesen Reichweite. Und nicht, weil ich habe Angst um meinen Vertrag, ich habe Angst um meine Followers. Mir ist das scheißegal, ob ihr mir folgt oder nicht. Bei Allah, mir ist das scheißegal. Wenn ihr das überall verkündet, was Unrecht ist, ja, und wenn Leute das nicht verkünden, entfolgt sie, beachtet sie nicht. Weil am Ende des Tages, wenn euch Unrecht angetan wird, wollt ihr auch, dass man das beachtet. Deswegen, das, was in Palästina passiert, ist ein Genozid. Ob ihr wollt oder nicht. Ja. Man sagt immer hier im Lande nie wieder. Das nie wieder gilt für euch. Aber ihr denkt, wir sind Menschen zweiter Wahl. Dankeschön dafür. Und an jeden, der diese Schandtaten und das Geschehen leugnet, auf dass du deine gerechte Strafe erhalten wirst.